So sieht Entspannung aus vor einem Berlin-Derby. Der SV Lichtenberg 47 empfängt den SC Starken am 26. Spieltag der Oberliga Nord. Uwe Lehmann, den wir eben gesehen haben, setzt natürlich auch wieder auf Philipp Grüneberg im Angriff der Lichtenberger. 13 Treffer hat der Angreifer schon erzielt. Und sie treffen heute auf den SC Starken von Trainer Jeffrey Seitz. Seine Mannschaft zwar Abstiegskandidat, aber sie haben die Lichtenberger diese Saison früh aus dem Pokal ausscheiden lassen. Bevor die Partie beginnt, gibt es noch etwas Schönes zu verkünden auf Lichtenberger Seite. Es ist das 200. Spiel von Zehner Christian Garve, der in dieser Zeit insgesamt 129 Torbeteiligungen zu verbuchen hat. Ein absolut überragender Wert, und er hat gesagt, ich möchte noch lange, lange bei Lichtenberg spielen. Darauf freuen wir uns mit ihm. Lichtenberg 47 stößt dann in den roten Trikots von links nach rechts. Kommt über die linke Seite Hollwitz auf Philipp Grüneberg. Da haben wir ihn das erste Mal. Philipp Grüneberg verletzt sich bei dieser Situation so ein bisschen am Arm, aber es kann für ihn weitergehen. Das Spiel in der Anfangsphase behäbig. Nicht viele Chancen für beide Seiten, aber es traut sich auch mal Starken. Vor das Lichtenberger Tor Moritz Mielke mit dem Abschluss und Wollert ohne Probleme mit der Fußabwehr. Lichtenberg wieder in der Vorwärtsbewegung. Fiegen auf Grüneberg. Brillant gemacht, Philipp Grüneberg! Nicht das 1:0, weil der Ball über den Kasten fliegt. Aber was für eine Ball-An- und Mitnahme von Philipp Grüneberg. Technisch ganz, ganz fein. Halbzeit 2 startet mit einem Freistoß für Lichtenberg, getreten durch Christian Garve. Reiniger versucht es mit dem Fallrückzieher. Letztendlich wird die Szene abgepfiffen durch das Foul von Gelizio Aurelio Banze. Es gibt keine großartigen Diskussionen. Es bleibt bei 0:0. Der SC Starken kann sich aus den Lichtenberger Angriffen nicht mehr befreien. Stattdessen Lichtenberg wie eine Handballmannschaft um die Starken herum. Christian Garve fasst sich an Herz! 1:0! Traumtor! Ausgerechnet er, Christian Garve! Was ein Jubel! Und wie die Mannschaft zu ihm hinkommt, das ist einfach schön zu sehen. Sie halten zusammen in allen Situationen. Und hier können sie besonders jubeln, weil Christian Garve einfach draufzimmert. Mit seinem goldenen linken Fuß landet der Ball im Knick. Keine Chance für Lukas Hesse im Tor. Es ist sein 43. Treffer für die 47er. Starken versucht dann auch noch was zu vermelden. Sebastian Giegold hat den Abschluss parat, aber der geht über das Tor von Niklas Wollert. Noch eine Chance für Starken. Tim Lambert fällt im Strafraum. Meint, das war ein Foul von Einsiedel, beschwert sich daraufhin bei Dennis Wegert. Aber die Entscheidung des Schiedsrichters ist richtig und auch deswegen die gelbe Karte wegen Meckerns in Ordnung. Am Ende bleibt es bei 1:0 für Lichtenberg 47, die damit weiterhin 3 Punkte auf Tennis Borussia Berlin Vorsprung haben. Diesmal haben sie es Christian Garve mit diesem wirklich herrlichen Treffer in der 73. Minute zu verdanken. Und er wird dafür auch regelrecht gefeiert. Tolle Bilder aus Lichtenberg. Am nächsten Spieltag geht es gegen den ersten FC Lok Stendal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.